Hallo und herzlich willkommen zu Veronikas Seelenzauber. Heute möchte ich euch ein kleines Energie-Update mitteilen. Und zwar wirken die Neumond-Energien. Und der Neumond, der wird heavy, also der wird sehr, sehr kraftvoll. Der wird Mut in dir hochkommen lassen, den du von dir so nicht kennst wahrscheinlich. Also ich habe das jetzt auch schon von mehreren Seiten mitgekriegt. Es ist wirklich ein sehr, sehr kraftvoller Neumond. Und mit dem Portaltag, ich sage, der fängt jetzt zum Wirken an und ich kann mir nicht vorstellen, wie das bis Freitag noch intensiver wird, aber es wird's. Und was ist jetzt wichtig für dich? Auf was solltest du jetzt achten? Ganz, ganz wichtig, und das steht an allererster Stelle, hör auf dein Innerstes, auf alle Impulse, die aus deinem Herzraum kommen, aus allem, was du irgendwie fühlst, und wenn es auch noch so ungewöhnlich ist oder du überhaupt keine Ahnung hast, warum du das machst oder du da Veränderungen auf einmal herbeiführst, wo vorher ewig lang nicht gewusst hast, wie du das schaffen sollst, jetzt wird es dir gelingen und du wirst wirklich deinen Mut nochmal komplett neu entdecken und das Schöne ist, er wird belohnt, dein Mut wird belohnt werden und zwar werden dich Veränderungen beflügeln, du wirst da neue Stärke rauskriegen, also kriegt da ganz viel Wurzelsakralchakra, also so die Regionen, da befördert es nochmal so eine ganz andere Qualität von Kraft in dir hoch und von Stärke. Und das Einzige, was du jetzt machen darfst, ist wirklich nochmal alle Bereiche deines Lebens anschauen und gucken, wo passt mal was noch nicht. Und dann frag einfach mal ins Universum rein, wie kann ich den Bereich noch verbessern? Und dann wirst du da Impulse kriegen und dann ziehst du einfach durch. Die Kraft und den Mut werden dir die Energien jetzt schenken. Und ich möchte auch nochmal stark betonen, hör auf deine innere Wahrheit. Du brauchst keine Erklärung dafür. Du brauchst nicht irgendwie ein logisches Denken dafür. Einfach auf das Innere hören und das umsetzen. Und damit sage ich auch, hör nicht auf irgendwelche anderen Menschen. Und auch wenn ich da jetzt was rede, auf mich brauchst du auch nicht hören, weil ich sage, ich lebe auch meine Wahrheit und alles, was ich sage, muss nicht für dich stimmig sein, du darfst deine eigene Wahrheit leben und wenn einmal was dabei ist, was für dich nicht stimmig ist, dann brauchst du das auch nicht annehmen, weil auch wir Coaches sind nur Menschen und auch wenn ich Medium bin und Dinge sehe, die andere noch nicht sehen, sage ich jetzt mal, bin ich doch auch Mensch und ich lebe meine innere Wahrheit genauso, wie du deine leben solltest. Und da bitte ich dich einfach drum, hör auf deine innere Stimme. Wenn du Hilfe dabei brauchst, bin ich natürlich gern für dich da unter www.seelenzauber.info. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere ein bisschen ins Schleudern gerät jetzt zum Neumond hin, weil das echt krasse Energien sind. Ich sage, ich krieg's selber mit, aber ich krieg's zum Glück sehr positiv mit, das mal. Und dafür hat mich der Vollmond der letzte ein bisschen aus der Bahn geworfen. Aber ich sage, da reagiert jeder immer ein bisschen anders drauf. Und ja, wenn du Hilfe brauchst, wenn es dir jetzt die Tag einfach nicht so gut geht, wir können auch gerne mal kurzfristig noch einen Termin reinhauen. Kriegen wir alles hin, bin ich gern für dich da. So, allgemein geht es wirklich darum, einfach nochmal alle Bereiche anzuschauen und dich eventuell von Situationen, Gewohnheiten, Menschen zu trennen. Endgültig, jetzt. Also das ist jetzt so wirklich der Abschluss von allem Alten und jetzt geht es wirklich bloß nur vorwärts ins Neue. Und wenn du das jetzt schaffst und den Mut und die Kraft, die Energie, die da kommt, nutzt und mitschwimmst, dann wirst du dich gestärkt fühlen, dann wirst du ganz eine neue Kraft in dir fühlen und dann siehst du auf einmal, hoppala, das kann ich ja. Und hoppala, ich bin ja so stark. Und dann, ja, geht es da einfach wesentlich besser, auch wenn die Schritte vielleicht doch nochmal mit Angst begleitet sind, weil du ja nicht weißt, kann ich das wirklich oder wie reagiert der Mensch oder ich sage, da gibt es so viele Möglichkeiten und sicherlich ist da immer noch eine ganz kleine Angst dabei, aber durch die Energien ist der Mut einfach jetzt größer und du kannst deine Schritte tun und jetzt wirklich nochmal Rambazamba machen, wie ich es im Wochenausblick gesagt habe und das aktiv. Also es ist sehr stark dieses Aktive momentan. So wirklich ins Handeln kommen, tun, machen, verändern und alles so, wie du es für dein Traumleben am besten, wie es für dein Traumleben am besten ist. So, meine Lieben, ich wollte euch das jetzt einfach nochmal mit auf den Weg geben, wem es jetzt nicht so gut geht. Schreibt mal,
Möchte gern bei mir, wir können mal reinschauen, warum das der Fall ist. Ich denke mal, es ist hauptsächlich bei denen der Fall, die wirklich nur mit dem Loslassen Probleme haben. Die einfach nur sich an Alpen festklammern, was einfach nicht mehr stimmig ist. Ich glaube, die haben ein bisschen momentan eher ein bisschen im Tief. Aber auch das kannst du ändern, indem du einfach sagst, na, jetzt pack ich's an und jetzt lass ich los und jetzt halt die nicht mehr an dem ganzen alten Scheiß fest, Entschuldigung für das Wort, sondern jetzt geh ich mal vorwärts und mach mein Leben zum Besten überhaupt. So. Meine Lieben, ich danke euch recht herzlich fürs Einschalten. Vergesst das Weihnachtsgewinnspiel nicht. Ich habe da ein extra Video gedreht. Einfach mal auf meinem Kanal gucken. Das ist, glaube ich, eh das Letzte, was ich hochgeladen habe. Ansonsten auf meiner Seite www.seelenzauber.info, da habe ich es auch schon gepostet. Wenn nicht, werde ich es noch tun. Und ja, da kannst du ein Mini-Reading gewinnen. Ich werde vier verlosen. Am 23.12. ist die große Verlosung und mach auch nicht ich, macht mein Hund, damit es gerecht bleibt und der ist sehr gerecht und fair und der sucht die richtigen Leute raus, weil der ist auch sehr sensibel und sehr empathisch, also der kriegt das super hin. Was du dafür tun musst, ist lediglich dieses Weihnachtsgewinnspiel-Video da einen Kommentar reinhauen und meinen Kanal abonnieren. Mehr brauchst du nicht tun und dann bist du in der Verlosung dabei. Und wenn du noch ein Weihnachtsgeschenk brauchst, ich habe jetzt auch Gutscheine, habe ich vor kurzem auch auf Facebook einen Post gemacht. Ich kann euch auch Geschenkgutscheine schicken. Die sind auch sehr schick und machen sich gut unter jedem Weihnachtsbaum. So, so viel dazu und ansonsten wünsche ich euch eine wundervolle Zeit, eine wundervolle Restwoche und lasst euch gehen mit den Energien, die sind oh, einfach schön. Dankeschön, ihr Lieben, fürs Einschalten, fürs Gefällt mir drücken, fürs Teilen, für alles. Ich danke euch von ganzem Herzen. Dankeschön. Tschüss.